Hallo, da seid ihr mal wieder von macOS 10 Screencasts. In diesem Screencast möchte ich euch lieb zeigen, eine Software, die ebenfalls von Ironic Software kommt. Man kann sie sich ebenfalls bei ironicsoftware.com/lib/index.html herunterladen. Und wie ich in dem letzten Review über Yep schon erwähnt habe, ist Yep eher so eine Software, mit der man eben so Dokumente managen kann. Lib ist jetzt eher so eine Software, mit der sich eben ganze Filesysteme, Dateisysteme, Projekte und so weiter managen lassen. Sehr, sehr schnell, sehr, sehr intuitiv. Ich habe Lib bereits geöffnet. Man sieht wiederum auf der rechten Seite so ein kleines Overlay, wo eben steht, dass man hier auch Dateien hinziehen kann, wenn man es eben möchte, um mit Lib irgendwelche Dateien zu taggen, zu filen und so weiter und so fort. Und Lib hat eben ein paar ganz spezielle Eigenschaften, um jetzt hier mit diesem Dateimanagement zu arbeiten. Eingebaut ist dieses Ganze über OpenMeta und Tagit, beziehungsweise nur OpenMeta, da komme ich dann später noch dazu. Jetzt gehen wir erstmal zu Lib. Hier sieht man schon das große intuitive Fenster von Lib. Auf der rechten Seite eben steht hier gerade No Document Selected, wenn man hier ein Dokument selektiert, wird auf der rechten Seite dieses jeweilige Dokument eben dann angezeigt. Links haben wir die ganzen Tags, die jetzt gerade aktuell sind, und hier ist der Hierarchie-Browser, wo wir eben unsere Dateihierarchie angezeigt bekommen. Jetzt gehen wir erstmal her und schauen uns hier im Mittelfeld die einzelnen Dokumente eben an. Da werden eben aktuell die Dokumente angezeigt, die eben gerade durchgebrowst werden können. Dieses Tagging ist implementiert, hier über dieses sogenannte OpenMeta. Das Gute an OpenMeta ist, es ist Open Source. Das heißt, es ist nicht nur Ironic Software daran beteiligt, dieses Projekt weiterzuentwickeln, sondern eben auch noch andere Parteien. Das heißt, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass dieses Projekt so in kurzer Zeit nicht aussterben wird, und die Implementierung ist ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man kann Dateien taggen, eine Wertung für die Dateien vergeben und so weiter und so fort. Das ist alles sehr, sehr schnell gemacht. Wer den kleinen Bruder von Lib sozusagen haben möchte und nur Files taggen möchte, einfach nur Files taggen, ja, und nach Tags suchen möchte, der lädt sich den kleinen Bruder Tagit drunter. Das ist eine kostenlose Anwendung. Gibt es ebenfalls bei Ironic Software. Kann ich auch nur empfehlen. Ist eben schön klein. Ja. Das ruft man einfach über Spotlight kurz mal auf. Dann ist die Anwendung schon geladen und man kann sofort anfangen, seine Files zu taggen und braucht sich eben den Rest nicht mehr zu kümmern. Wenn man mit dem großen Bruder leben möchte, wie wir jetzt gerade, dann dem sei natürlich das Lib dann empfohlen. Ja, wie gesagt, man kann hier Dateien taggen und Dateien verwalten. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie normalerweise so eine Suche in Spotlight aussehen würde. Normalerweise gehe ich in Spotlight her, in so ein Fenster hier rein und gebe hier oben einfach mal einen Suchbegriff ein. Meinetwegen, ich will hier mal meine Lib-Preference-List suchen. So, jetzt kriege ich hier so eine Liste, so eine ellenlange angezeigt von irgendwelchen Dateien, und jetzt gehen wir die mal durch und ich versuche immer mal meine Preferences zu finden. Hier sind ein paar PDFs, ein paar HTML-Files, aber irgendwie sehen wir Polarizer HPP und Polarizer CPP. Noch nie was von gehört. Das ist ein Usage-Set, Coding, Coco und so weiter. Kein Plan, was das überhaupt sein soll. Und irgendwie ist auch meine Preference-List hier nicht dabei. Tja, ihr seht schon, hier ist die Übersicht nicht gegeben. Versuchen wir mal irgendwie trotzdem nach meinem Dings zu suchen. Ich muss hier erstmal kompliziert reingehen und hier Other drücken. Dann suche ich hier das System-Files, mache hier, zeige mir die im Menü an. Jetzt seht ihr hier schon, System-Files sind nicht inkludiert, also inkluden wir die mal. Zack, jetzt hat er ein paar mehr Dateien gefunden. Und wenn wir jetzt mal hier schauen nach oben, was wir hier finden, hier sieht man ein paar Mail-Messages, die jetzt scheinbar mit Lib auch noch zu tun haben. Ein paar PHP-Files. Hier ist ein iCurl-File, wann ich dieses Lib-Review denn veröffentlichen möchte. Hier haben wir den Cache-Ordner davon vom Lib. Und irgendwann hier wird doch mal, hier oben ist meine Preference-List. Ja, das hat jetzt ein bisschen gedauert, diese Datei zu finden. Und jetzt schauen wir uns einfach mal im Vergleich dazu an, wie das mit Lib aussehen würde. Jetzt gehen wir erst mal hier oben rein. Hier gibt es die Funktion GoDeep. GoDeep macht Folgendes. GoDeep sucht einfach mal die komplette Computerhierarchie durch, nach dem, was man da gerade sucht. Jetzt sieht man hier schon, ich habe 2604 Dateien hier scheinbar. Ja, gefunden. Das ist ein neuer User, der heißt Mossix jetzt auf meinem Rechner. Und jetzt suchen wir mal nach diesem selben File. Ich gebe hier oben nur Lib ein und zack, hier rechts oben ist unser File. Ich kann die Space-Taste drücken, um den Quick-Look zu aktivieren. Und ihr seht schon, also das ging unglaublich schnell.
Ich hatte keinen Hassel damit und so weiter und so fort. Und man sieht jetzt auch hier auf der linken Seite ist der View geupdatet. Alle Ordner, die ausgegraut sind, die haben kein aktuelles Suchergebnis, was zu dem passt, was ich da gerade eingegeben habe. Nur die Ordner, die quasi schwarz sind, haben ein Ergebnis, was hier mit dazu passt. Und hier sehen wir schon, im Library-Ordner sind scheinbar 10 Dateien, die zu lieb passen, wie man hier auf der rechten Seite nochmal sieht. Jetzt kann man hier reinklicken, einfach einen Doppelklick drauf machen. Und jetzt kann man hier innen drin sehen, wo eben da diese einzelnen Dateien von lieb sind. Und hier sehen wir im Preferences-Ordner ist eben meine eine Datei, meine 5 Mail-Messages. Im Caches-Ordner gibt es noch was und im Application-Support. Und ihr seht schon, das ist echt sehr, sehr intuitiv aufgebaut. Und ich kann sehr, sehr schön sehen, wo eine Datei liegt, an der Struktur und so fort. Ich kann eben hier mit dieser Lupe, wie lieb oder im Yap-Review, sorry, schon gezeigt, diese Datei vorschauen und so. In der Regel werdet ihr vielleicht dann doch lieber Quick Look benutzen wollen. So, jetzt bin ich wieder eine Hierarchie hinaufgegangen. Jetzt deaktiviere ich mal unsere Suche. Und jetzt wollen wir uns die weiteren Features von Leap eben genauer anschauen. Ich zeige euch jetzt mal Folgendes. Hier in der iPhoto-Bibliothek habe ich hier ein paar Fotos vorbereitet, wie zum Beispiel hier diese zwei Fotos. Das ist hier so eine Blume, die heißt img-00850. Jetzt schauen wir uns mal das zweite Bildchen hier an, da hier direkt rechts daneben. Das heißt auch irgendwas mit img vorne dran. Und jetzt versuchen wir mal, diese Datei zu suchen. Und wer es nicht weiß, die iPhoto-Bibliothek ist in kürzeren Abständen von Apple inzwischen auch ein Package. Und Packages können bei Spotlight per Default nicht durchsucht werden. Leap findet diese Dateien aber einwandfrei. Ich brauche nur img oben eingeben. Go Deep ist immer noch aktiviert und schon werden mir hier meine zwei Bilder dargestellt. Und ihr seht schon, also hier kann ich eben sehr, sehr schön auch diese Packages durchsuchen. Das geht total easy. Und wenn ich hier reingehe, sehe ich eben hier meine iPhoto Library, wird mir als Ordner angezeigt. Und hier drin sind eben meine zwei Dateien. Die kann ich natürlich wieder per Lupe mir anschauen, einfach die Alt-Taste gedrückt halten. Und ihr seht schon, das sind zwei sehr, sehr schöne Bilder, auf die ich persönlich sehr, sehr stolz bin, sie zu besitzen. Und jetzt gehen wir mal weiter. Ich mache mal hier in diesem Menü sehen wir hier schon, ich kann Tagged Files, Managed Files machen. Jetzt gehen wir einfach mal her und taggen diese Files. Machen wir einfach mal Art und die sind von meiner Freundin. Und das ist eine Blume. Das zweite hier, das ist ebenfalls Kunst, ebenfalls von meiner Freundin. Und jetzt, wenn ich wieder GI mache, dann sieht man hier schon, das Wort wird automatisch vervollständigt. Also ich brauche mich überhaupt nicht mehr anstrengen, irgendwas einzuhalten. GI, Return, zack, schon ist dieses Tag gesetzt. Und auf dem Bild sieht man hier so einen Engel. Und Engel auf Englisch ist Angel, wer es nicht weiß. So, jetzt haben wir diese zwei Files getaggt. Und sobald die eben getaggt sind, kann ich die jetzt auch einfach danach suchen. Ich kann hier das Bild in die Zwischenablage kopieren, die Description noch anlegen und hier die jeweilige Location schon mal mit anschauen. Hier sieht man noch Finder-Info oder Reveal im Finder. Ja, hier Finder-Info, wird mir einfach der Infodialog vom Finder aufgerufen. Das ist sehr, sehr praktisch. Sage ich deswegen, weil Leap einen eigenen Infodialog hier hat und wer es 1:1 mal sich anschaut, ist es genau der gleiche wie hier an der rechten Seite. Das ist einfach nur noch mal ein extra Fenster. Wer mit einem extra Fenster arbeiten möchte, der kann das hier eben machen. Kein Problem. So, jetzt wollen wir mal aktuell nach unseren Files suchen. Ich gehe hier auf den normalen Browse-Modus. Beziehungsweise wollen wir noch was anderes machen. Wir wollen einfach mal, angenommen, es gibt Dateien, so Installer, die installieren ja meistens irgendeinen Scheiß, sage ich jetzt mal. Also irgendwelche Druckertreiber zum Beispiel kommen mit, oder Adobe, irgendwelche Adobe-Produkte, Adobe-Update. Da braucht kein Mensch jemals, weil der sich eh selber aufruft. Und jetzt mal angenommen, man will diese Datei verstecken, das geht mit Leap ganz einfach. Man kann hier auf dieses X klicken, das entfernt nicht die Datei, sondern hidet das File einfach nur und da sieht man schon, zack, dieser Sites-Ordner ist jetzt hier aus dem View verschwunden. Und ja, ich muss ihn jetzt nicht mehr sehen, ja, das ist der Vorteil dran, aber wie komme ich denn jetzt an meinen Sites-Folder wieder ran? Dann kann man hier in dieses Menü reingehen, dann sind